Hallo und herzlich willkommen hier zum Stream bei D&D 4D. Ein ungewohnter Anblick. Ich bin hier alleine. Alleine im Bild, aber nicht alleine im Ton. Denn es gesellen sich gerade noch zwei Lady Indies zu mir. Zwar nur im Voice Chat, aber Great Voices. Great Voices. Herzlich willkommen, Lisa und Essie. Hallo. Sehr gut. Wir sind auch dabei. Ihr seid auch dabei. Hallo. Ich führe heute Mod-Tätigkeiten aus. Ja, super. Mach mal richtig hart Modding. Zieh komplett durch. Bitte zieh komplett durch. Während ich heute dieses tolle Spiel spiele, was wir dort auf der linken Seite sehen, das Solo-Pen-and-Paper-Spiel Thousand-Year-Old Vampire, wo ich mich hineinversetzen werde in die Rolle eines Vampirs. Ich habe das Spiel entdeckt in der Pandemie. Gab es so einen Reddit-Post, der mir empfohlen wurde. Und da wurde gesagt, Leute, wenn ihr ein Spiel spielen wollt, wenn ihr einsam seid, traurig seid, weil eine Pandemie ist und wenn ihr diese ganzen Gefühle irgendwo reinkanalisieren wollt, spielt mal dieses Spiel. Und ich dachte, okay, let's try it. Und ich hatte sehr viel Spaß. Und in meiner Quest, jedes auch noch so obskure RPG mit einem deutschsprachigen YouTube-Video zu versehen, dachte ich, ich spiele heute mal, weil ich Zeit habe, dieses Spiel Thousand-Year-Old Vampire. The Grand Quest. The Gunt Quest? Ist es eine Referenz, die ich nicht verstehe? Grande! Genau. Wie viel kostet das Game? Gute Frage. Das Game kann man sich runterladen bei Itch.io. Könnt ihr mal googeln. Es ist ein Buch, es ist einfach eine PDF, die man sich für 15 Euro, glaube ich, runterladen kann. Ist schon ziemlich teuer, aber für ein Buch eigentlich nicht. Es ist ein geniales Spiel, es ist toll und es macht Spaß. Man spielt einen Vampir und die Basismechanik ist, man würfelt mit zwei Würfeln und guckt dann, was dem Vampir, den man spielt, für Sachen passieren. Man sieht ja schon die beiden Würfel. Es ist einmal ein 10-seitiger Würfel und einmal ein 6-seitiger Würfel. Die würfelt man, dann sieht man auf einer Tabelle, okay, was passiert meinem Typen, den ich spiele, sucht sich die Zahl raus und dann soll man einen Absatz schreiben, der eine Erinnerung des Vampirs darstellt. Also man kann es mit Stift und Papier spielen, man kann es an der Tastatur spielen. Da das aber so ein bisschen langweilig ist, dachte ich mir, ich versuche diese Tagebucheinträge oder diese Erinnerungen mit Text-to-Speech einzuspielen, als würde ich den Vampir sprechen. Ich dachte, das wäre vielleicht eine coole Sache. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Wenn es nicht klappt, sieht man mich hier weirde Absätze tippen und 5 Minuten schweigen. Wer weiß. Oder die Mods reden währenddessen. Genau, das ist die Basic-Mechanik und das ist, worum es heute gehen wird. Und ich habe schon was vorbereitet, nämlich den Vampir. Ich werde ihn jetzt vorstellen. Wir sehen ihn hier unten. Sein Name ist Harro. Er ist ein einfacher Bauernjunge eines Wüstenvolkes, der unter dem Joch des Gottkönigs Dareth lebt. Ich stelle mir so ein bisschen vor, dass dieser Vampir ein bisschen so in so Ancient Egypt, altes Ägypten mäßig lebt. Ich wollte das jetzt nicht so historisch festpinnen, weil ich sehr wenig Ahnung von Geschichte habe. Und es kann durchaus passieren, dass das Spiel mal irgendwie 2-3 Jahrhunderte nach vorne springt. Und wenn man mich fragt, was für technologische Sachen gab es denn im 3. Jahrhundert vor Christus? Theoretisch könnte man sich das Spiel eigentlich gut zum Anlass nehmen, um ein bisschen was über Geschichte grob herauszufinden. Aber heute machen wir das nicht. Mein Vampir ist also Harro. Das macht man als allererstes. Man entscheidet sich, wer sein Vampir ist. Ihr dürft natürlich Zwischenfragen stellen. Schaltet euch immer gerne ein.
Okay, dann ist jetzt hier meine erste Zwischenfrage. Hast du dir den ganz selber ausgedacht oder kriegt man am Anfang hier so Character Prompts vorgeschlagen? Nee, man kriegt keine, man kriegt eigentlich keine Okay. Charaktervorschläge. Es gibt nur, es wird nur gesagt, hier, denk dir jemanden aus, eine einfache Person zu irgendeiner Zeit in der Geschichte und dann schreib einen Satz zu dem. Ganz grob. Cool. Okay. Ja. Darauf soll man sich drei Charaktere, die im Leben dieses Vampires eine Rolle spielen, aufschreiben und das sollen drei Sterbliche sein. Die habe ich hier schon aufgeschrieben. Einmal Markesha, ein Mädchen meines Alters, die in meinem Heimatdorf lebt. Und wir beide sind einander versprochen. Ja? Unsere Eltern haben quasi arrangierte Ehe gemacht. Und es ist eigentlich klar, wir werden den Hof meiner Eltern weiterführen. Als nächster Charakter ist da Maria, meine Mutter, eine harte und fleißige Bäuerin. Sie und mein Vater wollen mich als ihren Nachfolger großziehen. Ich soll den Hof irgendwann erben. Und der dritte Sterbliche ist mein Vater Harlan. Er leidet seit mehreren Jahren unter einer unbekannten Krankheit, die ihn bettlägerig macht. Ja, das ist die Ausgangssituation. Das sind die drei Charaktere, die ich ausgewählt habe für den Vampir. Dann muss man noch einen unsterblichen Charakter sich ausdenken. Nämlich, bei mir ist das Wanru, eine alte Frau, die in einer Höhle nahe meines Heimatdorfes lebt. Das Wanru ist die Person, die mich zu einem Vampir machen wird. Wie das genau passiert, erkläre ich gleich. Erstmal muss man sich für den Vampir noch ein paar andere Sachen ausdenken, nämlich Fähigkeiten. Drei Fähigkeiten nimmt man, die irgendwas mit dem Leben des Vampires zu tun haben. Ich habe jetzt, und zwar die mit der Person zu tun haben, bevor sie ein Vampir geworden ist. Ich habe jetzt Pflanzenkunde gesagt, weil er halt oft im Land lebt, kennt er sich so ein bisschen aus. Dann habe ich gesagt, er kann gut mit Tieren umgehen und er ist kräftig. Sollte ich gleich auf ein Ereignis kommen und da steht dann zum Beispiel, checke eine Fähigkeit, dann heißt das, ich setze in dieser Situation meine Fähigkeit ein. Weiß nicht, wenn ich gleich was würfel und da steht dann, dein Vampir wird von einem Bären angegriffen, dann könnte ich sagen, oh, okay, ich checke jetzt Umgang mit Tieren und löse so die Situation. Lieblingstier. Wie bitte? Sein Lieblingstier. Ein Bär? Gutes Tier. Ist ein gutes Tier, das stimmt. Sheesh. Dann hat der Vampir noch Ressourcen. Also das sind einfach Gegenstände, die er hat. Ich habe da gesagt, eine Mistgabel, Garf, mein Hund und ein Amulett mit geheimnisvollen Kräutern drin. Kann man sich auch aussuchen, was man möchte. Und als Zeichen, ein sogenanntes Mark, ist halt das Zeichen von seinem Vampirismus. Er hat Narben mit mysteriösen Zeichen auf der Brust. Jetzt haben wir seinen Vampir fertig, fast fertig. Denn man muss sich jetzt noch ein paar Erinnerungen des Vampires ausdenken, die irgendwas zu tun haben mit den Sachen, die man vorher sich ausgedacht hat. Also mit den Fähigkeiten, mit den Charakteren oder mit den Ressourcen. Ich habe schon ein paar Erinnerungen aufgeschrieben und ich lese die einmal vor. Lässt uns dann auch ein bisschen in den Charakter und in das Spiel reinkommen. Mein Name ist Taro. Ich lebe mit meinen Eltern auf einem Bauernhof in den Landen des Gottkönigs Daref. Wir sind seine Leibeigenen. Ich habe mein Leben in meinem Heimatdorf verbracht und ich werde hier sterben. Weitere Generationen dem großen Gottkönig schenken. Markesha und ich sind einander versprochen. Unsere Väter haben es entschieden, als wir gerade 6 Jahre alt waren. Wenn wenig auf dem Hof zu tun ist, schleiche ich mich manchmal in die Höhlen, obwohl Mutter sagt, dass ich das nicht darf. Fanru lebt dort. Eine alte Frau, die mir oft Geschichten erzählt und Gebäck mit mir teilt.
Erinnerung Nummer 2. Ich habe mich wieder zu Vanru geschlichen, obwohl Mutter es mir verboten hatte. Sie war erfreut, mich zu sehen. Sie gab mir Honigkuchen und ein weiteres Geschenk. Ein kupfernes Amulett. Amulett mit TT. Ein kupfernes Amulett, das einige Kräuter enthält. Vanru sagt... Direkt noch was, ist doch schön. Ja. Vanru sagt, sie werden mich beschützen. Ich rieche nur Thymian und einen seltsamen Geruch, der mir absolut fremd ist. Mutter darf das Amulett nicht zu Gesicht bekommen. Erinnerung Nummer 3. Garf, das ist mein Hund, hilft mir dabei, die Ziegen zu hüten. Ich hasse die Arbeit, aber zwischendurch kann ich Garf ein paar Kommandos beibringen. Er kann schon Sitz und Platz. Erinnerung Nummer 4. Markesha kam heute zu mir, als ich den Ziegenstall sauber machte. Sie lachte mich aus, weil meine Kleidung schmutzig war. »Wenn du so stinkst, werde ich dich nie heiraten, Haro«, rief sie. »Da gehe ich lieber in die Stadt und suche mir einen Fürsten mit bemalten Lidern und goldenen Ringen.« Sie weiß, dass das niemals geschehen wird. Und ich weiß es auch. Und jetzt als fünfte Erinnerung. Als ich Vaters Kleider wechselte, änderte sich etwas in seinem Blick. Eine längst vergessene Klarheit pochte in seinen Augen auf. Er sprach mit seiner alten, kräftigen Stimme. »Haro, lauf! Lauf zu Vanru! Sie wird dich retten, mein Sohn!« Ich zögerte, doch da rief er in schrecklichem Zorn. »Lauf! Jetzt!« und sank darauf in seinen Dämmerzustand zurück. Ich tat, wie er mir befohlen hatte, doch erst, als ich all meine Aufgaben für den Tag erledigt hatte. Vanru erwartete mich schon, war ungehalten wegen meiner Verspätung. »Hast du in all deinen Jahren auf der Welt nicht gelernt, deinen Eltern zu gehorchen?« Ich schwieg und blickte zu Boden. »Keine Sorge, mein Kind, es wird alles gut. Es soll dir eine große Ehre zuteil werden. Komm zu mir.« Langsam näherte ich mich der alten Vettel. Ihre ledrigen Finger streiften meine Wangen. »Ruhig, mein Kind. Schlafe nun.« Dunkelheit. Schwärze. Ich erwache mit schmerzender Brust und Blut an meinen Händen. Das waren die Erinnerungen, die meinen Vampir am Anfang des Spiels ausmachen. Und jetzt werden wir rausfinden, wie es weitergeht. Und man setzt sich dann quasi so zu Beginn hin und macht einfach so ein bisschen kontemplativ, denkt man sich diese ganzen Sachen dann da aus. Genau. Ist ja schön, ey. War auch ganz schön viel, hast du dir da ja schon ausgedacht. Es ist viel, das ist auch echt eine Hürde, deshalb habe ich das auch hier jetzt übersprungen und wollte das nicht im Stream machen, aber ja, also man muss schon ein bisschen was rein investieren, dass man, also die Sache ist die, du kannst es natürlich auch so spielen, dass du sagst, ich schreibe, jede Erinnerung ist für mich nur ein Satz, so. Ja. Oder, also weniger schreiben, als ich das jetzt gemacht habe. So, ja, aber ist ja cool, sehr atmosphärisch. Ja, auf jeden Fall. Bevor es jetzt losgeht mit dem Spiel, Triggerwarnung, Leute. Also, es wird auf jeden Fall um Gewalt gehen und es wird auch so ein bisschen Gore geben. Und es geht auch um Mind Control. Ja, aber das sind die einzigen Triggerwarnungen, die ich so sagen möchte. Also, wenn euch so Gewalt und Vampir-Manipulation abfacken, vielleicht nicht euer Stream. Und generell richtet sich der Stream natürlich an Leute, die über 18 sind. Damit geht es los. Damit geht es los, denn das Spiel beginnt immer bei Prompt Nummer 1, bei dem ersten Ereignis. Und das lautet so, ich lese es einmal auf Englisch vor und dann übersetze ich es auf Deutsch. In your blood hunger, you destroy someone close to you. Kill a mortal character.
take the skill Bloodthirsty. Also ich bin gerade zu einem Vampir geworden und in meiner Blutlust bringe ich jemanden um, der mir nahe steht, einen sterblichen Charakter. Und ich kriege einen Skill dazu, nämlich Blutdurst. Den Skill schreibe ich mir hier einmal auf, also die Fähigkeit. Und jetzt muss man quasi entscheiden, welchen dieser drei sterblichen Charaktere bringt Haro als ersten um. Habt ihr irgendeinen Vorschlag? Ja, den Vater am besten. Der ist doch sowieso schon krank. Oder? Und der hat einen ja auch dahin geschickt. Naja, er hat eigentlich... Patricide. Ach ja, stimmt. Ja, er hat ihn dahin recht. Geschickt. Du hast vollkommen recht. Okay, dann wird es der Vater sein. Genau. Ich habe vergessen zu erwähnen, das Spiel ist ziemlich nihilistisch und es geht auch sehr, sehr schlimm um mit den Sachen, die ich hier geschrieben habe. Denn man sieht hier vielleicht, es ist jede Erinnerung, die der Vampir hat, und er hat 5 Erinnerungen, jede Erinnerung ist auf 3 Ereignisse reduziert. Sobald mal ein neues Ereignis dazukommt und man keine Erinnerung mehr hat, wird eine alte rausgestrichen. Das heißt, man schreibt tendenziell Paragraphen runter und löscht die dann. Und das tut einem schon manchmal ein bisschen im Herzen weh, muss ich sagen. Wie im echten Leben fällt einem ja auch ein alter Gedanke immer hinten raus, wenn man einen neuen lernt, eine neue Situation erlebt. Leider nicht, aber vielleicht wäre es so, wenn man ein 1000 Jahre alter Vampir wäre. Genau. Und ich habe auch noch vergessen zu sagen, sobald ich keine Ressourcen mehr habe oder keine Fähigkeiten mehr habe, ist das Spiel vorbei. Krass, dann halt besser diese Mistgabel richtig gut fest, ey. Du hast ein Amulett und einen Hund und eine Mistgabel und wenn dich jetzt jemand komplett ausraubt, dann bist du dann. Das war's dann mit dir. Ja, das stimmt. Das ist ein hartes Leben hier in dieser Welt. Hard Knock Life für unseren Vampir. Ich sage, ich erzähle jetzt die Szene hier, wie er seinen Vater ermordet. Als Erinnerung oder als Erfahrung Nummer 2 in Erinnerung Nummer 5. Okay, los geht's. Ich erwache in Van Ruhs Höhle. Ich suche meine Kleider zusammen und stolpere in Richtung meines Zuhauses. Als ich zu Hause ankomme, rieche ich ihn schon. Es ist nicht der alte Geruch von Schweiß und Bettlägerigkeit. Nein, es ist ein süßlicher Geruch, der von meinem Vater ausgeht. Es ist mitten in der Nacht. Mutter schläft bereits. Sie hat sich nicht darum gekümmert, dass ich nicht nach Hause gekommen bin. Ich trete durch die Tür und sehe ihn bewusstlos im Bett liegen. Schritt für Schritt nähere ich mich ihm, rieche seine Haut. Mein Biss fährt in seinen Hals. Punkt. Das reicht. Oh. Text-to-Speech muss aus. Hat schon ein bisschen ungewollt komische Nebeneffekte. Das stimmt, ey. Aber ansonsten sehr atmosphärisch auf jeden Fall.
In Richtung Mainz. Nein, ich stolpe in Richtung meines Zuhauses. Hey, das wäre doch mal was. Jetzt sind wir in Mainz. Ab nach Mainz. Erstmal als Vampir nach Mainz. Als ich zu Hause ankomme, Komma. Schreibst du denn das? Ist das ein Online? Google Doc. Ja, wenn du willst, kann ich ein bisschen Protokoll führen hier, wenn du redest. Ja, das wäre cool. Aber vielleicht auch ätzend. Ja, ich mache erstmal. Okay. Ja, das ist die erste Szene. Der Haru kommt nach Hause und beißt seinem Vater in den Hals. Und macht er irgendwas, der Vater? Oder der schreit Vater er oder so? Wissen wir nicht. Das müssen wir jetzt herausfinden, indem wir würfeln und gucken, was als nächstes passiert. Das werde ich jetzt mal machen. Genau, ich habe jetzt geworfen und zwar eine 6 und eine 1. Das bedeutet, ich ziehe den W6er Würfel von der 6, von dem W10er ab, also 6 minus 1. Das heißt 5, das heißt, ich gehe auf der Prompt-Liste, auf der Erfahrungsliste 5 Schritte nach vorne und gucke, was als nächstes passiert. Hey. Okay, der Prompt ist: A mortal character begins serving you. Who are they? Why are they drawn to you? Create a new mortal character. Aus irgendeinem Grund beginnt nach dem Mord an meinem Vater irgendein Sterblicher mir zu dienen. Wer zur Hölle ist das und warum möchten sie mir dienen? Vielleicht irgendjemand, der einen Grudge auf deinen Vater hatte oder so. Ich würde eher sagen, dass die Tatsache, dass ich meinen Vater gerade umgebracht habe, kommt nicht raus. Sondern... Ach so, wenn es nichts miteinander zu tun haben muss, dann natürlich ist es besser, wenn es nichts miteinander zu tun hat. Ja, es muss... Vielleicht kriegst du irgendeinen armen Jungen, der ins Dorf kommt. So einen Waisen oder sowas. Mhm. Ja, einfach so ein Kleiner, der dich cool findet, weil du super stark und so bist jetzt. Sehr gut. Also ein sterblicher Charakter... Wie nennen wir ihn? Lisa, schlag was vor. In meinem Kopf ist es direkt Thomas. Aber das ist so der absolute Waisenjungenname. Ich schreibe ihn aber so. Geil. Ja, perfekt. Thomas. So wie ich dachte, so wie Pommes. Okay. wie alt ist er? Oh, du bist 17, ne? Vielleicht dann so 12 oder so. Ich glaube, dann denkt man so, 17-Jährige sind die coolsten, größten, eigentlich schon Erwachsene. Sehr gut. Waisenjunge, 12 Jahre alt. Dient mir, weil er mich für den größten hält. Vielleicht denkt er auch so, dass deine neuen Eigenschaften einfach so coole Sachen sind, die ältere Jungs haben. Stimmt. Ja. Ich er kann denkt, das ist die Pubertät einfach. Sehr gut, ey. Ja, super. Dann ballern wir das doch in Erinnerung Nummer 5. Als drittes Ereignis. Okay, ich erzähle mal die Erinnerung. Ich
habe Vaters Leiche im Wald verscharrt. Und Mutter am nächsten Tag gesagt, dass ich ihn durch die Nacht hab laufen sehen. Sie glaubt, der Wahnsinn habe ihn geholt. Ich besuche sein Grab regelmäßig. Einsam und voller Reue stehe ich davor. Doch keine Träne lässt sich aus meinen Augen wringen. Vor einer Woche begegnete ich einem Jungen. Thomas ist sein Name. Er schlägt sich alleine durch die Wälder und beobachtete mich dabei, wie ich ein Reh riss. Seine Augen weiteten sich in Angst und Ehrfurcht. Punkt. Das reicht. Oh. Wir gehen weiter und würfeln nochmal. Yes, do it. Wir haben eine 10 und eine 5. Das heißt, wir gehen nochmal 5 Schritte nach vorne. Von Prompt Nummer 6 zu Nummer 11. Okay. Hier ist die Frage. How do you find solace from the raging hunter within you? You may lose one checked or unchecked skill. Also, wie finde ich Trost von dem Monster, was in mir wohnt? Heißt das, du könntest jetzt theoretisch deinen Blutdurst wieder loswerden? Ja. Indem du irgendwie sagst, okay, du machst Meditation oder sowas? Ja, oder indem ich sage, ich zum Beispiel, habe ich ja eben in der Szene schon angesprochen, ich versuche mich davon abzuhalten, Menschen zu töten. Okay. Indem ich Tiere esse. Mhm. Das finde ich eigentlich okay. Ich werde den Blutdurst los, dadurch, dass ich keine Menschen mehr töte, sondern mich ausschließlich von Tieren ernähre. Vegetarian Vampire einfach. Ja. Und ich tue das zur Erinnerung 3. Weil es auch da um die Ziegen ging und um Garf, der auch immer leckerer aussieht. Ja, und erzähle die Erinnerung. Ich kann das Monster in mir kontrollieren. Punkt. Ich reiße das Wild im Wald und lasse die Menschen in Frieden. Manchmal, wenn es zu schwer wird, nehme ich eine der Ziegen mit in den Wald. Sie sättigt mich für ein paar Tage. Doch nie wieder, das schwöre ich dir, Vater, soll ich einen Menschen töten. Punkt. Puh. Oh. Weiter geht's. Er ist wirklich ein Weichei-Vampir. Aber
auch woke, glaube ich. Keine Ahnung. Er ist ein guter Typ. Bis jetzt. Lasst uns sehen, was als nächstes passiert. Okay. Jetzt haben wir die Situation, dass der sechsseitige Würfel höher ist als der zweiseitige Würfel. Das heißt, wir kriegen minus 2. Das heißt, wir gehen 2 Schritte zurück von 11 zur 9. Okay. Das ist eigentlich ziemlich einfach, denn hier steht, you develop a system for feeding. What is it? What happens to those who die? Create a skill that reflects this. Das haben wir ja eben schon im Prinzip gesagt. Genau, also auf Deutsch nochmal, man entwickelt irgendein System, sich mit Essen zu versorgen. Was ist dieses System und was passiert mit denen, die sterben? Und man soll jetzt ein Skill sich ausdenken, eine Fähigkeit sich ausdenken, die das reflektiert. Welche Fähigkeit könnte das sein? Ich würde sagen, jagen. Und ich mache die dritte Erinnerung, die einfach besagt, ich nähre mich von den Tieren des Waldes. Punkt. Vielleicht irgendein Ritual, das du machst, weil du ja Tiere so gerne mochtest? Oh, sehr gut. Guter Einwand. Soll ich jedem gerissenen Tier einen Steinkreis legen oder so? Wow. Als Grab? Ja. Ja, sehr gut. Jede Seele, die ich in den Abgrund reiße, soll geehrt werden. Punkt. Ein Steinkreis markiert den Ort ihres Ablebens. Punkt. Weiter geht's mit dem nächsten Würfelwurf. Ich habe geworfen eine 3 und eine 1. Es geht wieder 2 Schritte zurück. Eieiei. Your body manifests some trait related to the vampire that created you. How do you become more like them? Create a skill that reflects this. Oh, oh. Also ich werde körperlich in irgendeiner Form wie diese alte Van Roo, die mich zum Vampir gemacht hat. Wie zur Hölle könnte ich mehr werden wie sie? Nochmal? Du musst so eine, so wie so eine Weirde Witch auch werden. Mhm. Thymian hatte die zum Beispiel, so Kräuter. Ja. Da hat sie zurückgezogen gelebt und sowas. Aber es geht schon mehr darum, dass mein Körper so ein bisschen so wird wie sie. So, ach so. Ich könnte so ein bisschen bucklig werden. Ja. Bad okay. Posture. Bad Posture, mhm. Super, ja. Ja. Genau, meine Knochen. Ah, genau, das schreibe ich gleich noch auf. Okay. Wie so ein Bison. Die haben okay. Auch richtig gute Muskeln in ihrem Bump. Buckelig. Ja. haben Bisons Muskeln in ihrem Höcker? Ja, in ihrem? Da gibt es die Knochen, die gehen in ihrem Buckel hoch. Und dann haben sie da richtig, richtig starke Muskeln runter. Sie sehen ein krass. Bisschen aus wie so ein Dino-Skelett. Krass. Fun Fact. Das tue ich auf jeden Fall in die Erinnerung, wo Van Roo mir das Amulett gibt.
Ja, los geht's. Mit der Erinnerung. Ich spüre, wie das Monster in mir die Gewalt über meinen Körper erlangt. Mein Rücken krümmt sich und meine Haut sondert den Geruch der alten Van Ru ab. Wie lange werden die Menschen mich noch in ihrer Mitte akzeptieren? Fragezeichen. Nächster Würfelwurf. Wir gehen stetig zurück. Von der 7 geht es zurück zur 5. Oh no. You murder someone you love or respect rather than let them expose you. Kill a character. Check a skill. If you have no living characters, ich habe living characters. Okay. Wir bringen jemanden um, den wir geliebt oder respektiert haben, weil diese Person kurz davor ist, uns als Vampir zu outen. Ich denke, da bleiben nur zwei Leute. Achso, der Vater ist ja tot. Habe ich komplett vergessen, ihn wegzustreichen. Es bleiben eigentlich nur, naja, meine Mutter und das Mädchen, dem ich versprochen war. Ich tendiere jetzt eigentlich dazu, das Mädchen zu ermorden. Why? Weil ich das irgendwie realistischer finde, weil die beiden ja noch irgendwie eine Beziehung zueinander hatten und sie wahrscheinlich sieht, wie er sich verändert. Mhm. Ja, stimmt vielleicht. Natürlich könnte die Mutter das auch so sehen. Was sagt ihr? Ja. Es wäre für beide likely. Vielleicht solltest du eine Münze werfen. Wer versucht, dich zu outen? Alles klar. Das kannst du ja nicht wissen, wer versucht von den beiden, dich zu outen. Alles klar. Dann würfel ich einen Würfel und ich sage, 1 bis 3 ist die Mutter, 4 bis 6 ist das Mädchen. Hm? Es ist das Mädchen. Oh. Ja. Sehr. Was ist das? Sad. Okay, she dies now. Sie wird ausgecrossed. Und mit welchem Skill? Ich glaube, mit dem... Welchen Skill checke ich? Ich glaube, kräftig wird gecheckt. Ich mache ein X hinter, damit wir wissen, es wurde gecheckt. Und Erinnerung Nummer 4... wo es um sie ging. Da folgt jetzt der zweite Eintrag. Sie hatte mich in den Wald verfolgt, mich beobachtet, ohne dass ich es gemerkt hätte. Als sie mich trinken sah, schlich sie langsam auf die Lichtung. Haru? Bist du das? Fragte sie. Ich drehte mich zu ihr um. Das Blut lief noch aus meinem Mund.
warm und dunkelrot. Sie schritt langsam zurück und begann, durch den Wald zu laufen, zu rennen, in Richtung unseres Heimatdorfes. Sie fiel zu Boden, konnte nicht einmal mehr schreien. Meine Fänge fuhren in ihre Schultern. That's enough. Oh. Man muss auch sagen, ne? Das Spiel, ich weiß nicht, ob das Spaß macht zuzusehen, aber es ist ein fucking Trip, das zu spielen. Und so in Ich-Perspektive auch solche Sachen zu schreiben. Also echt schon nicht ohne. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und diese Journey mit mir macht, die jetzt weitergeht. Ja, wenn man so alleine wäre und sich dazu dann noch so eine Kerze anmacht vielleicht und ein Glas Wein trinkt, wenn man volljährig ist, was man sein sollte, um diesen Stream zu schauen, ja, dann ist bestimmt echt krass auch. Ich fühle mich cozy. Du fühlst dich cozy, das ist gut. Aber auch hoffentlich ein bisschen gegruselt. Gruselt. Wir gehen weiter. Und zwar 6 Schritte nach vorne mit einer 8 und einer 2. Endlich raus aus diesem Ding. Zurück zu Nummer 11. Wir waren, glaube ich, schon bei Nummer 11. Genau. Das war nämlich How Do You Find Solace? Ihr seht das jetzt nicht in dem Buch, was ich aber nicht zeigen möchte im Stream, weil ich nicht weiß, ob es legal ist. Aber zu jedem Eintrag zu jeder Zahl gibt es 3 Einträge. Das heißt, wir kommen jetzt auf den 2. von Nummer 11. Mhm. Es geht weiter. You discover an internal focus which lets you maintain control of your vampire self. Lose a violent memory and take the skill I control the beast and rewrite any unchecked skill as something new. What new name do you take to distance yourself from what you once were? How is the name symbolic? Wow. Okay, also ich schaffe es irgendwie, den Vampir in mir zu kontrollieren. Ich verliere als erstes eine gewalttätige Erinnerung. Und ich sage, das ist die, wie ich meinen Vater töte. Oder? You know. Könnte natürlich auch so als Reaktion auf das passieren, was gerade passiert ist, dieses so, dass du sie gemacht hast und dann so sofort wie als so Trauma-Response irgendwie, dass sofort dein Gehirn daraus was anderes macht. Auf jeden Fall. Das finde ich besser. In dem Fall verliere ich jetzt Erinnerung 4. Bye, bye. Es hat sie komplett nie gegeben. Ja. Wow. Genau, es geht aber noch weiter. Take the skill, I control the beast. Die kriege ich jetzt erstmal. Ich kontrolliere die Bestie. Und ich kann alle anderen Skills umdichten. Alle ungecheckten Skills. Du brauchst erst noch einen neuen Namen, oder? Mhm. Der das reflektiert. Also musst du nicht die Erinnerung umschreiben? Welche? Wie du sie umgebracht hast. Stattdessen was anderes passiert ist. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, ich delete eine Memory. Ach so. Genau, hier steht lose a violent memory and take the skill I control the beast. Yes. Das beides Got it. Und dann steht noch rewrite any unchecked skill as something new. Das heißt, ich kann meine ungecheckten Skills neu schreiben. Was bedeutet eigentlich ein gecheckter Skill? Wann wäre der gecheckt, wenn du den mal benutzt hast? Genau, wenn ich den mal benutzt habe. Zum Beispiel. Kannst du einen Skill nur einmal benutzen oder kannst du ihn sie öfter benutzen? Ich kann ihn nur einmal benutzen. Beziehungsweise ich kann ihn nur einmal checken, weil das halt auch ein Mechanismus ist, wann das Spiel vorbei ist. Ah, ja. Ungecheckt, klar. Also welche, die du noch nicht gecheckt hast. I got it. Ich dachte so, gecheckt. So. Nein. Hast du es gecheckt? Ich habe es offensichtlich nicht gecheckt. Okay. Ich finde aber, die Skills sind eigentlich ganz okay. Ich kann ja halt ein bisschen bucklig sein. Aber das sind alles keine bösen Skills, mit denen ich dachte, du musst die jetzt alle... Oh, okay. I don't understand. Naja, hier steht rewrite any unchecked skill as something new. Also any, welche du auch willst immer. Ach so, ich dachte any im Sinne von alle. Any and all. Obwohl, vielleicht hast du recht und ich mache eine komplett neue Identität auf, ne? Ja, auf jeden. Okay. Du suchst dir einen neuen Namen und bist ein komplett neuer Typ. Alles klar. Ich hau ab. Aber vielleicht auch nicht. Lisa, was sagst du? What do you think? Genug, um das zu machen. Wie bitte? Was? Hat er genug Selbstbewusstsein, um zu sagen, jetzt muss was Neues? Ja, auf jeden Fall. Hat er. Ich würde sagen, es gehört zu einem richtigen Vampirleben dazu, einmal eine neue Identität zu schaffen. Mhm. Sehr gut. Dem ist ja noch nicht so viel Zeit vergangen. Das heißt, da brauchst du ja noch keinen neuen Personalausweis. Du kannst einfach ins nächste Dorf gehen und sagen, yo, ich bin der Bernd. Und dann bist du das. Auf jeden Fall. Neue Identität. Ich überlege gerade, was man machen kann. Ich finde, er könnte Apotheker werden mit seinen Skills, die er hat. Pflanzenkunde, kann Heilkunde werden. Umgang mit Tieren wird zu Medizin. Er weiß, welche Tierfette man benutzen muss. Kräftig ist schon gecheckt. Er kann jagen. Wird zu... Er ist geschickt und schnell. Oder sowas. Okay. Ich dachte so zum Beispiel auch so Wildnis, halt so was Survival wäre. Ja. Er ist viel im Wald. Voll. Leben im Wald. Buckelig. Ach. Er wird zu einem Einzelgänger. Und er kontrolliert die Bestie. Und sein Name ist nicht mehr Haro, sondern... Falkir. Perfekt. Ach so, mein Name sollte auch symbolisch dafür sein, dass ich für den Change, den ich gemacht habe. Du bist jetzt ja so ein wie so ein Medizinmann bist du jetzt irgendwie, ne? Du läufst so durch die Wildnis und machst so aus Tierfetten irgendwelche Heilmittel und bist so ein Healer-Typ irgendwie. Ja. Dann bräuchtest du jetzt halt irgendwie so einen heilsamen Namen auch. Ja. Was ist denn so ein Name von so einem richtig guten so Scam-Heiler? Wie so ein Scam-Heiler, du kennst das doch. Die haben immer so Namen von der Gesalbte, genau. Die haben immer so Engelnamen. Er heißt Ezekiel der Gesalbte.
That's his name now. Ah. Okay. Sehr religiös. Sehr religiös. Elohim. Okay, Elohim. Wir nehmen Elohim. Was auch nicht besser ist, aber Chad says so. Elohim, der Gesalbte. 17 Jahre alt. Okay. Wir würfeln weiter. Mal gucken, was ihm jetzt passiert. Wo geht's hin, Elohim? Du bleibst da. Oh nein. Ja, genau. Er bleibt da auf der... Genau, weil ich zweimal eine 3 gewürfelt habe. Das gleicht sich aus. Das heißt, er ist jetzt beim dritten Punkt auf Nummer 11. Wir sind schon dreimal bei Nummer 11 gewesen. Oh nein! Shit. Okay, es geht weiter. Your control breaks. You slaver and kill and revel in blood. You are your hunger. What were the last words of your closest friendly character, mortal or immortal, as you feast upon them? Change the beloved memory to a lie in which you murder to protect yourself. Create a skill that invokes the name of a dead character in a mocking way? Okay. Elohim, der Gesalbte, rastet komplett aus. Oh Gott. Wird komplett zu der Bestie, die er geglaubt kontrolliert zu haben. Und jetzt ist die Frage, wer ist überhaupt noch da als mein Freund. Ich meine, meine Mutter lebt noch im Dorf, aber ich glaube, Thomas muss jetzt dran glauben. Doch. Und der macht sich dann auch noch lustig. Ja. Scheiße. Es ist furchtbar. Okay, Thomas der Waisenjunge, den ich offensichtlich, den Elohim der Gesalbte offensichtlich in sein neues Leben mitgenommen hat, fällt fällt dem 17-Jährigen. Fällt dem 17-jährigen Vampir zum Opfer. Oh. Meist dann too much oder so. Ja. Ey, das ist doch so Classic Psychotic Break, ey. Erst bringt er die Frau um und dann so, nein, ich bin jetzt jemand komplett anderes, vergess alles und dann so, doch nicht. Ich bin doch wieder der Vampir. Ja, er muss erstmal weggestrichen werden. Oh boy. Thomas ist tot. Thomas wird too much. Und ich gehe jetzt mal in die Erinnerung rein, wo Thomas... Wo ist Thomas eigentlich? Ich finde ihn nicht mehr. Doch, da ist er, Thomas. Genial. Dann würde ich einfach mal die Erinnerung hier, die älteste, wegmachen. Und die neue erzählen. Wie Thomas mir zum Opfer fällt. Und danach mache ich weiter mit den anderen Sachen, die mir dieser Prompt sagt. Elohim, was ist mit euch? Nicht Halloween, ey. Scheiß Text-to-Speech. Nein! Er sagt, Elohim. Elohim, was ist mit euch? Fragezeichen. Jetzt mache ich weiter. Das waren seine letzten Worte.
Meine Klauen drangen in seinen Bauch ein, rissen die Eingeweide aus ihm heraus. Sein Blut färbte die Holzdielen. Punkt. Ich trank ihn aus bis auf den letzten Tropfen. Und bewahrte seinen bleichen Leichnam noch einige Tage in meiner Unterkunft auf. Das Testament der Bestie, die in mir lebt. Das reicht für diese Erinnerung. Dann müssen wir noch eine nette Erinnerung so umschreiben. Meine Clown. Wie bitte? Meine Clown. Was habe ich? Steht da Clown wie? Ich bin ein Clown? Oh nein, ey. You called me. Ah, ist Wissen? Was? Steht auch. Ja, kannst nachher Spellchecken machen, alles gut? Ja, krass. Text-to-Speech macht das Ganze doch ein bisschen witziger als gedacht. Okay. Ja, genau. Jetzt habe ich noch eine Aufgabe. Und zwar, change a beloved memory to a lie in which you murder to protect yourself. Was ist denn eine schöne Erinnerung dieses Vampirs? Mit dem Hund, oder? Das ist die einzige schöne Erinnerung. Ach, sad. Okay. Garf hilft mir dabei, die Ziegen zu hüten. Ich hasse die Arbeit. Vielleicht hast du was gerissen. Ich ziehe jetzt durch. Oder hast du noch einen Vampir? Oder? Ja, aber er muss ja sich selbst davon überzeugen, jetzt, dass er schon immer diese Bestie war. Ich spüre die Bestie in ihm. Und er die meine in mir. Punkt. Ich weiß, dass wenn er könnte, er all die kleinen Ziegen zerfetzen würde. Ich muss ihm zuvorkommen, sonst werde ich niemals satt. Zack! Er war einfach eifersüchtig auf seinen Hund und hat deshalb alle Ziegen ermordet, zumindest in seinem Kopf. Und jetzt noch create a skill that invokes the name of a dead character in a mocking way. Was für eine Skill könnte ich denn mir ausdenken, die sich lustig macht über irgendjemanden, den ich umgebracht habe? Zeigst du uns noch mal deine Charaktere? Ja. Es gab Makesha. Mhm. Es gab meinen Vater und es gab Thomas. Das ist echt schwierig. Es ist irgendwas tricky. Irgendwas mit Pommes. Irgendwas mit Thomas. Pommes. Ey! Kannibalismus, ey. Ich nenne die Skill Thomas zu Pommes.
Kannibalismus. Puh, ich beiße die nicht nur, sondern ich esse sie auch noch auf. Also ich trinke nicht nur das Blut, Ouch. Ich esse auch. Als wären sie Pommes. Ich glaube, man versteht mich. Ich würfel nochmal. Es geht weiter. Ja. Drei Schritte nach vorne, glaube ich. Ja, genau. Von der 11 zur 14. An enemy character uses a lost resource to turn your new friends against you. Check three skills to regain the resource or check one skill to barely survive. Which former friend did you kill? Where do you flee? Schwierig, okay. Ein verfeindeter Charakter benutzt eine verlorene Ressource, um deine neuen Freunde gegen dich zu wenden. Habe ich neue Freunde? Du hast weder Feinde noch Freunde, glaube ich, gerade. Du hast ja. alle um dich rum umgebracht. Ich glaube, warte, ist nicht Van Ruhe noch dein Feind? Ja, stimmt, Van Ruhe ist... Na, wir wissen nicht, was mit Van Ruhe ist. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass Garf, mein Hund, weg ist, weil der im Hof arbeitet. Deshalb ist das meine verlorene Ressource. Die Mistgabel habe ich noch immer. Oh Gott. Jemand benutzt jetzt meinen verlorenen Hund, um meine neuen Freunde gegen mich zu wenden. Hast du neue Freunde? Ich muss neue Freunde haben, wenn es hier steht. Okay, du hast einfach ein paar neue Freunde. Eluim, der Gesalbte, hat in der nächsten Stadt anscheinend sich neue Freunde gesucht. Eine Community um sich gebildet. Wie wäre es, wenn meine Mutter mir auf die Schliche gekommen ist und die krassen Skills von Garf, meinem Hund, genutzt hat, um mich mit den Morden in Verbindung zu bringen, die so geschehen sind. Versteht ihr, was ich meine? Kannst du es nochmal wiederholen? Ich stelle mir das so vor. Die Mutter merkt halt, okay, mein Sohn ist eine komplette Bestie geworden. Ja. Wie beweise ich das, dass er derjenige ist, der Menschen umgebracht hat und die im Wald verscharrt hat? Ich beweise das dadurch, dass der Hund den Geruch dieses Kindes halt kennt und auch den Geruch des Mannes, zu dem er geworden ist, den Vampir, zu dem er geworden ist, und das quasi an die Tatorte zurückverfolgen kann. Ja, okay, got it. Und ich würde dann sagen, ich checke einen Skill to barely survive. Und dann ist die Frage, which former friend did you kill und where do you flee? Okay, ich weiß, was passiert. Jetzt erzähle ich es. Mutter hat Garf benutzt, um mich mit den Morden in Verbindung zu bringen. Sie standen mit Fackeln und Speeren vor meinem Haus. Ich musste fliehen in die Dunkelheit des Gebirges, in die Einsamkeit. Doch sie würde es mir büßen, das wusste ich.
Sie hatte nicht verstanden, dass ich nicht mehr ihr Kind war. Dass sie keine Kontrolle mehr ausübte über mich. Und mein Leben. Mein Werk. Ich blickte ihr in die Augen, als sie starb. Okay. Also jetzt hat er ja alle dann umgebracht auch, ne? Er hat alle ermordet. Oder gibt's noch wen? Nee. Ich checke die Skill Einzelgänger. Es gibt noch Vanru als unsterblichen Charakter. Mhm. Und er hat seine Mutter aus Rache umgebracht. Gibt's sonst noch was wir hier machen müssen? Where do you flee? Haben wir schon gesagt. Okay, dann sind wir fertig mit diesem Punkt. Vier Schritte nach vorne. Zur 18. You have fed too long in one place, destroying a community or social group. Who were they? How did the last community member die? Gain a scavenged resource. Lose a resource. He killed them all. Indeed, little Tina. Ich muss eine Erinnerung schaffen. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich lose mal die Ressource. Mistgabel? Ich stelle mir das so vor. Er hat sich, nachdem er geflüchtet ist, mit seiner Mistgabel in der Hand irgendwo als Bauer halt wieder ausgegeben, der alleine im Wald lebt und im Gebirge halt lebt. Also er trotzdem dort Sachen anbaut und sowas. Und Leute aus einem nahegelegenen Dorf haben ihm vertraut und haben gar nicht gemerkt, wie langsam, aber sicher, sich das Dorf ausgedünnt hat und alle gestorben sind. Ich kriege aber das verlassene Dorf als Ressource. Könnte da theoretisch leben. Was ist denn? Hm? Wie heißt das Dorf? Das verlassene Dorf. Ich fühle das TH als ersten Buchstaben. Mhm. Thulm. Mhm. Ja. Rip. Rip Thulm. Genau. Das schreibe ich hier direkt daneben. Los geht's. Sie haben mir vertraut, sahen in mir einen der ihren. Einen Sonderling vielleicht, aber keine Gefahr. Wie naiv sie doch waren. Zuerst verschwanden ihre Kinder. Dann liefen die Alten davon. So glaubten sie zumindest. Leben für Leben saugte ich in mir auf. Mehr und mehr fiel ihre Gemeinschaft der Bestie anheim.
And that's enough. Redet man so? Der jemandem anheimfallen? Ja, ne? Ja, ne? Ja. Das kann man schon machen, würde ich sagen. Okay. Wir würfeln nochmal. Zwei und sieben, das heißt fünf Schritte nach vorne von der 18 zu Prompt. 23. You master a strange new science or field of knowledge. How does your vampire nature give you special insight into these studies? Create an appropriate skill based on a memory. Also, was für eine Zeit ist denn jetzt gerade hier? Also ich würde immer noch sagen, es ist noch sehr ancient. Also es ist noch... Ancient times. Ja, genau. Okay, gut. So, mir schwebt so ein Orb. So ein Magic Orb. Ich weiß nicht, ob du Magic kannst, aber wenn du da so ganz alleine bist. Ich dachte halt auch, mit dem ganzen toten Dorf um mich herum könnte ich so Necromancy machen. Mhm. Wow. Das wäre natürlich terrible. Erstmal musst du experimentieren damit bestimmt und so failed science und ja, genau. Wann geht's dann? Ja, yeah, I know how. Ich weiß schon, wie es wird, ey. Necromantie. Ich tue das hier in die ich werde weiter zu einem Monster Erinnerung. Ja, okay, los geht's. Ich habe ihre Lebensenergie gespürt, habe sie in mich hineinfließen lassen und sie kanalisiert. Ihre Körper dienen meinen Experimenten. Es wird nicht lange dauern und ich werde sie wieder erwecken können. Meine Dienerschaft. Meine Toten. Und das reicht eigentlich. Huh, weiter geht's. Zack, zack. Und wir gehen wieder zwei Schritte zurück zur 21. You are trapped outside when the sun rises and take shelter someplace you are not supposed to be. A child discovers and befriends you. Create a mortal child. A mortal child character and record a humanizing experience. Turn it all around again. Ah. Na, wen triffst du? Sterblich ist sie. Sie heißt Delia. Und sie ist ein Mädchen aus einem naheliegenden Dorf. Aus einem Dorf aus der Nähe und sie ist 10. Tun wir sie rein. In die leere Erinnerung Nummer 4. Los geht's.
Die Sonne überraschte mich. Sie ging viel zu früh auf, als ich noch durch die Nacht schlich. Durch das Gebirge. Ich suchte Schutz in einer Höhle. Doch selbst bis hierhin drangen die brennenden Strahlen. Ihre Stimme drang durch mich hindurch. Ihre drang durch die Schmerzen hindurch. Sie erblickte mich kauernd, an den kalten Stein gelehnt und fragte, ob sie mir helfen könnte. Ich weiß nicht, was es war, doch zum ersten Mal seit Monaten fühlte ich nicht den Wunsch, einen Menschen zu verschlingen. Oh. Nein! Es ist abgestürzt, aber es ist wieder da. Okay, man weiß nicht genau, was los ist. Vielleicht finden wir es jetzt raus. Beim nächsten Würfelwurf. Uiuiui. Sechs und eins, fünf nach vorne. Zur 26. You accidentally create a vampire through sloppy feeding. Create an immortal character from an existing mortal character. Oh. Nein! Why do you not destroy them? Check a skill. Oh, Max. Das ist jetzt überhaupt nicht cool. It has yeah. to be. Oh, man. Das ist so richtig Interview mit Vampir. Ey, ich weiß, was passiert. Situation gerade. Ich weiß, was passiert. Ich checke. Achso, nee, muss ich checken? Ja, ich muss eine Skill checken, genau. Ich checke Heilkunde. Und gehe zu der Erinnerung um Delia. Sie ist der einzige Mortal Character. Deshalb wird sie jetzt unsterblich gemacht. Und los geht's. Delia besuchte mich jetzt schon seit mehreren Monaten. Wir trafen uns meist im Wald und sie erzählte mir von ihrem Leben. Sie erzählte aus dem Leben eines Menschen. Und ich lauschte sehnsüchtig. Der Dornenriss, ein Stück Haut
von ihrem Schienbein. Ein Tropfen Blut formte sich. Sie schrie auf und bat mich darum, mich um sie zu kümmern. Ich schwöre, dass ich ihr nur helfen wollte. Doch der einzelne Tropfen war genug, um die Bestie in mir zu wecken. Töten konnte ich sie nicht. Ich ließ sie am Leben, verurteilte sie zu dem gleichen Schicksal. Fertig. Uiuiui. Wie geht es weiter? Das erfahren wir nur, wenn wir würfeln. 8 Schritte nach vorne. Von 26, also zur 34. You destroy something important to you in a purposeless rage. Lose a precious memory or destroy a resource. Hast du immer noch diese Mistgabel immer bei dir? Nee, die Mistgabel ist fertig. Ich würde das Amulett mit den geheimnisvollen Kräutern rausstreichen. Und ich weiß auch schon wie, ey. Ich halte das verfluchte Amulett in meinen Händen. Mein Blick fällt auf das fein gearbeitete Kupfer, die Kräuter in ihm, sondern noch immer den fremden Geruch ab. Ich werfe es mit voller Kraft von der Klippe in die Nacht hinein. Mögest du zerspringen. Sei verflucht, genauso wie Van Ru. Warum hast du mir dieses Leben angetan? Ach. Ich frage mich, was für Prioritäten das Google Text-to-Speech-Ding hier hat, wenn es von mein Blick macht. Der Blick auf den Main. Das ist richtig weird. Aber hat uns nicht zu interessieren. Es geht weiter. Es geht wieder 5 Schritte nach vorne. Zur 39. Oh Gott. Age has damaged your diary. Strike out 3 nouns from the memories in your diary, starting from the oldest entry. If you have no diary, do
do this to the first three nouns in a memory of middling age. Okay. Ja, genau, Kerzen-Vibes, ey. Genau. Entweder ist man kann, das ist noch eine Regel, einige Erinnerungen in sein Tagebuch reinschreiben. Dann gehen die nicht verloren. Was interessant sein kann. Ich habe das aber bis jetzt noch nicht gemacht. Denn, ich weiß nicht, Elohim, der Gesalbte, wirkt jetzt nicht wie ein Dude, der Tagebuch führt. Bis jetzt noch nicht. Aber das Alter macht wohl ein paar Erinnerungen kaputt. Ich fange einfach mal mit der ersten an. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie ich vorher hieß, ey. Mein ist. Ich lebe mit meinem. Ich weiß es nicht. Ich lebe auf einem Bauernhof. In den Landen des Gottkönigs Darif. Das reicht. Ich habe meinen Namen vergessen und ich habe vergessen, dass ich mit meinen Eltern auf einem Bauernhof gelebt habe. Und jetzt geht's weiter. Drei Schritte nach vorne. Zu 42. What piece of contemporary technology can you not interact with due to your vampire nature? How did your first encounter with this technology almost get you destroyed? Check a skill. Da haben wir jetzt das Problem, dass ich keine Ahnung habe, was eine neue Technologie war zu der Zeit. Ein Spiegel? Why not? Jetzt muss ich einen Skill checken. Und ich sage, ich checke den Medizinskill und gebe folgende Beschreibung der Szene ab. Ich muss schon wieder einen löschen, weil alle voll sind. Bye bye. Erstes Treffen mit Delia. Okay, also Antwort auf die Frage, wie hat mich die neue Technologie, der Spiegel, fast zerstört? Und was hat das mit Medizin zu tun? Auf einem Marktplatz in der Nähe suchte ich nach Kranken, denen ich gegen ein wenig Geld helfen würde. Zumindest war das, was ich ihnen sagte. Ein Händler verkaufte Handspiegel an einem Stand nicht unweit von mir. Und hatte mich als eines seiner Exemplare für die Vorstellung seiner Waren auserkoren. Er kam auf mich zu, sah dann, dass der Spiegel nichts zeigte. Und wich von mir zurück. Er zeigte mit dem Finger auf mich, schrie Dämon, Monster. Ich entfernte mich schnell vom Marktplatz.
zog mich zurück in die Einsamkeit des Gebirges. Puh, weiter geht's. Ein Schritt zurück. Mit minus eins. Your body is distant from human concerns. Lose a memory. Erase your oldest extant name. Was ist extant name? Does anybody have an idea what this means? Eigentlich heißt es doch nur... Wie wird's geschrieben? Existierend, oder? Extant? Oder steht da exist? Nee, das steht... Okay, extant. Extant, einfach. Ja. Heißt es existierend? Soweit ich weiß, okay. Schon. Okay. Ich kenne das aus einem ganz anderen Kontext, nur dieses Wort. Vielleicht heißt es auch was anderes. I don't know. Okay, ich verliere einen Memory Slot. Ja, vielleicht. Vorhanden, existiert, noch ja. Existent. Okay, dann verliere ich Nummer 5 und das ist auch die Erinnerung, in der Elohim der Name steht. Ich dachte, du verlierst. Okay, got it. Einen ganzen Slot. Ich habe weniger Erinnerungen. Und ich bin anscheinend nicht mehr Elohim, der Gesalbte. Ich bin Nameless Vampire Guy. Der Name hat ja auch nur Pech gebracht, ganz ehrlich. Du hast, seit du den Namen hast, hast du nur wilden Scheiß gemacht, der hier nicht so, also neuer Name, neues Glück, sage ich. Ja, oder gar kein Name. Gar kein Glück? We will see. Auf jeden Fall gehe ich 7 Schritte nach vorne zur 48. Oh Gott. You awaken covered in dust. Generations have passed. Your sleeping place has been sealed off. How do you escape? Lose a resource. Strike out all mortal characters. Jetzt geht's ab. Ich verliere jetzt eine Ressource. Und das ist meine letzte Ressource. Und damit ist das Spiel vorbei. Nee. Tatsächlich ist das Spiel, glaube ich, erst vorbei, wenn ich keine Ressource mehr checken kann. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich schaue noch mal kurz nach, was die Regeln sind. Weil sonst würde ich... Ich wollte gerade fragen, wie viel Zeit du meinst, dass das die vergangen ist. Okay, nee, das geht noch weiter. Erst wenn ich unable bin, eine zu verlieren. Aber ich würde sagen, dass das Dorf, ne, was ich gerade auch durchgestrichen habe, Thulm, ist halt hinüber und stürzt ein während eines Erdbebens. Das mich zurücklässt. Einige Generationen sind vergangen. Es sind eh alle tot, die ich kenne. Nur noch Vanru und Dilea sind in meinem Leben irgendwie Faktoren. Ja, und dann erzähle ich mal, wie das ist, ne? Staub in meinen Lungen. Staub auf meiner bleichen Haut. Ich liege begraben unter Massen an Stein. Wie viel Zeit vergangen ist, kann ich nicht sagen. Es können Jahre, Jahrhunderte sein.
Ich erlange das Bewusstsein wieder. Aber die Kraft braucht weitere Wochen. Irgendwann gelingt es mir, den ersten Stein von mir zu drücken. Dann den nächsten, einen Tag später. Nach einem Monat bin ich aus meinem Gefängnis entkommen. Über mir prangen die Sterne. Thulme. Liegt in Trümmern. Weiter geht's. Vampire, where do you go? 2 Schritte zurück. Oh no. You are exposed and flee to a far off land. Convert any stationary resource to a new resource representing portable cash or treasure. What name do you travel under? What profession do you claim when you come to rest? Neuanfang, Leute. Jetzt musst du wirklich was ganz Neues ausprobieren. Vielleicht was Bodenständiges wie ein Handwerk. Mhm. Vielleicht machst du eine Lehre einfach. Ich frage mich gerade. Stationary resource to a new resource representing portable cash or treasure. Okay, ich habe keine Resources. Welchen Namen nehme ich mir? Oh, ich weiß was. Ich möchte ein ganz bodenständiger Mann sein, ja? Und irgendwie ist in meinem Kopf hinten drinne, ich weiß nicht mehr wieso genau, aber der Name Harlan scheint mir dafür perfekt zu sein. Der Name deines Vaters? Ja. Aber davon weiß er nichts. Ach stimmt, den hast du ja vergessen. Oh, damn, das ist gut, ey. Ja, ich erzähle weiter. Die Kraft kehrt zurück mit dem ersten gerissenen Reh. Streife wieder durch die Nacht. In den Gasthäusern der Gegend frage ich nach Arbeit. Und ich werde angeheuert von Menschen, denen ich mit ihrer Holzarbeit helfe. Ich helfe auf Bauernhöfen. In den Häusern der Stadt. Harlan ist mein Name. Ein einfacher Mann, der ein einfaches Leben führt. Okay, nicht Kraftkids, Alter. Ich wollte die ganze Zeit schon lachen, aber ich wollte nicht deine dich unterbrechen. Kraftkids. Ja, die Kraft kehrt zurück. Okay, weitergewürfelt wird, ey. Basic Man Harlan, ey. 3 Schritte nach vorne. 45 zu 48 waren wir schon. Uiuiui. Oh Gott, a mortal you thought dead is still alive somehow. Remarkable,
Bring back the most recently struck out mortal character. Wait. Nee, Mama? Weil das Mädchen ist ja jetzt unsterblich, ist, ne? Ist immortal, genau. Uff. Oh, fuck. Wie hat Mama überlebt, ey? Keine Ahnung, wie sie überlebt hat, aber sie trifft jetzt mich, ihren Mörder, der den Namen ihres Ehemannes angenommen hat. Oh no! Cringe. Richtig cringe. Eieiei, okay. Ich weiß nicht, ob cringe das richtige Wort ist, aber okay. Man kann selbst die komplexesten Situationen der Erde eigentlich ganz gut runterbrechen auf das Wort cringe. Ja, ey, genau. Einfach so Dark Night of the Soul ist halt einfach cringe. Die gesamte freudsche Theorie, Ödipus-Komplex. Ja. Cringe. Einfach cringe. Ödipus-Cringe, Alter. Oh nein. Kennst du das? Oh nee, bitte nenn das nicht so. Das wäre ein guter Titel. Ödipus-Cringe, ja, okay. ja, welche Erinnerung nehme ich? Ich glaube, ich nehme einfach die an meine Mutter, die letzte, wo sie mal drin vorkommt. Cross it out und ja, dann beschreibe ich, wie ich jetzt wohl meine Mutter treffe. Sie sprach mich in einem Gasthaus an. Sie musste mich beobachtet haben, wie ich in einer Ecke saß. Die Menschen bei ihren kleinen bei ihren mickrigen Tätigkeiten beobachtet. Auf einmal stand sie vor mir, zitterte, flüsterte, Harro. Bevor sie anfing zu schreien. Mörder, Bestie, Dämon. Ich ran aus der Gaststätte. Flüchtete abermals in die Nacht. Okay, Mom is back. But what happens next? Wenn wir zwei Schritte nach vorne gehen. Zu Nummer 50. You are captured in a trap set for predatory mortals. What sort of criminal are you taken to be? How does this experience help you learn to better prey on mortals? Make a new skill that sours the purity of a pleasant memory? What? Das ist schwierig. Naja, ich werde von der Stadtwache wahrscheinlich Ich werde einfach von der Stadtwache festgehalten, weil ich halt durch die Stadt schleiche nachts. Aber wie hilft mir das zu lernen, wie ich besser... Na gut.
Es hilft mir, dass ich weiß, welche Gassen ich meiden sollte, weil dort die Leute patrouillieren. Make a new skill that sours the purity of a pleasant memory. Weird. Habe ich überhaupt noch schöne Erinnerungen? Ich mache einfach mal eine neue Skill, die heißt halt so City Knowledge. Erinnerung hieran. Wo passt es? Ich mach's einfach hier. Direkt danach werde ich in der Nacht aufgegriffen. Die Männer der Stadtwache griffen mich auf, als ich durch die Nacht streifte. Sie hielten mich fest. Doch ich konnte ihnen klar machen, dass ich nicht derjenige war, nach dem sie suchten. Sie erklärten sich und erklärten mir, dass sie in Lumpen gekleidete stets kontrollieren müssten, auch wenn es sich bei ihnen nur um harmlose Eremiten handelte. Und ich finde, das reicht. Dann hat der Vampir jetzt hierdurch gelernt, wie es in der Stadt läuft. Dass man einfach auch mal geile Sachen anziehen sollte, wenn man keinen Ärger in der Stadt haben möchte. Und dann geht es von der 50 sieben Schritte nach oben zu 57. Your knowledge of old things becomes a strength. Based on a checked skill, what knowledge do you share with contemporary mortals? Check a skill, create a resource. Was weiß ich denn? Ich weiß was über Kannibalismus, über das Leben im Wald, über Nekromantie, ich kontrolliere die Bestie und Wissen über die Stadt. Ich finde das Leben im Wald, wir wissen jetzt, ja, obwohl Mortal Character is alive, ja, es darf noch nicht so viel Zeit vergangen sein. Generationen wurde gesagt. Ja, meine Mutter muss eine richtig alte Frau gewesen sein, als ich sie getroffen habe. Oder vielleicht ist sie auch gar nicht tot. Wer weiß, was mit ihr los ist, ey. Sie ist auf jeden Fall noch da. Ich sage, dass das Leben im Wald jetzt für mich gut wird. Nützlich wird als Fähigkeit, die ich mit den Sterblichen jetzt gerade gut teilen kann. Doch, ich weiß, wie es geht. Weiter.
Ich erlebe täglich Menschen, die nie an einem anderen Ort gelebt haben, als in dieser Stadt. Sie wissen nichts von den Pflanzen des Waldes und ihre heilenden Kräfte wirken auf sie wie Magie. Nichtsnutzige, naive Kinder sind es. Doch solange sie mir nichts tun, lasse ich sie leben. Next one. Einen Schritt zurück. You begin a fantastic construction that puzzles the mortals around you. Give just a hint as to its purpose. Lose a resource and gain the skill Visionary. Ich guck gerade, wer noch da ist. Ansonsten bin ich alleine. Genau wie der verfluchte Vampir. Und ich sehe gerade, dass ich keine Ressource mehr habe. Wisst ihr was? Oh, die Musik hört jetzt auch gerade auf. Wir machen noch mal ein bisschen Drama. Zum Ende. Da ist die Musik wieder toll. Es ist die letzte Ressource oder die letzte Erinnerung, die der Vampir jetzt hat, denn dann sind alle Ressourcen weg. Also jetzt sind alle Ressourcen weg und ich kann keine mehr checken. Das heißt, das Leben des Vampires endet und ich frage mich, was ich mit Nekromantie, Wissen über die Stadt, ich kontrolliere die Bestie und Kannibalismus für eine Erfindung machen kann. Ich werde auf jeden Fall als Visionär eingehen. In die Geschichte dieser Stadt. Eigentlich ist es egal. Das wird die Erinnerung. Und damit endet das Spiel. Ich habe ihre Wunden geheilt. Ich habe ihre Leben verlängert. Habe geheimes Wissen mit ihnen geteilt, das sie nicht verdienen. Und welchen Lohn wollte ich dafür? Die Körper ihrer Toten, das war alles. Sie haben mich nicht verstanden, keiner hat mich verstanden von ihnen. Aber wie könnte ich es ihnen verübeln? Sind sie doch nur kleines, mickriges Gewürm, das keine Ahnung hat von dem Lauf der Zeit. Von den Jahrhunderten, die ins Land ziehen. Ich habe ihnen das ewige Leben geschenkt. Ihre Toten werden auferstehen. Es
Sie alle werden mein Schicksal teilen. Damit endet das Spiel für heute. Das Spiel lässt einen etwas leer zurück, würde ich sagen. Aber genau darum geht es. Was ist am Ende mit unserem Vampir passiert? Er hat mit Nekromantie versucht, den Menschen das ewige Leben zu schenken. Wahrscheinlich ist er danach entweder ermordet worden oder hat eine Gesellschaft von unsterblichen Menschen erschaffen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, sein Name war Harlan. Und in seinem Leben gab es sehr viel Crunch. Come on. Ja, gut. Ich danke allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich danke euch beiden, Essie und Lisa, dass ihr dabei wart. Das hat jetzt 2 Stunden gedauert. Ja, und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Mitmachen. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen und für die Ideen, die ihr zugesteuert habt. Ja, ich empfehle das Spiel für alle Leute, die Bock auf sowas haben. It's very cool. Was denkt ihr so? Oder du so, Essie? Ja, ich glaube, es ist cool. Ich würde es, glaube ich, wahrscheinlich alleine spielen wollen. Habe ich ja vorhin schon gesagt, mit einer Kerze an und einem Glas Wein. Mhm. Und ich würde es wahrscheinlich auch nicht in 2 Stunden schaffen. Also ich fand es immer echt krass, dass du es dann wirklich geschafft hast, dich auf so 2 oder 3 Sätze zu beschränken. Ich glaube, ich würde länger obsessen über die Details. Ich dachte gerade so, das wäre vielleicht auch ein tolles Spiel, um das zu spielen, um einen richtig krassen Bad Guy für eine Kampagne eines anderen Spiels zu entwickeln zum Beispiel. Oder generell so einen sehr, sehr krassen, düsteren Charakter mit einer dichten Backstory. Ja, auf jeden Fall, ey. Das stimmt, das ist richtig smart, ey. Ja, stell dir das mal vor, du nimmst einfach so, du spielst dann irgendwie als die Charaktere aus dem Dorf, Thulme, einen One-Shot so, und du merkst, fuck, unser Dorf wird von diesem Weirdo-Vampir-Eremiten gekillt langsam. Was machen wir damit? Ja. Das könnte man richtig gut machen. Ja, zum Beispiel. Oder auch so halt dann, keine Ahnung, 500 Jahre später oder so, aber der Typ ist dann halt jemand mit so einer richtig langen Geschichte schon irgendwie. Ich glaube, das fand ich das Interessanteste daran. Deswegen hätte es von mir aus auch ruhig noch weitergehen können und noch mehr Zeitsprünge passieren können. So, weil ich so dachte, das ist ja wirklich das, was so einen Vampir ausmacht, ne? Dass der irgendwie so viel längeres Leben hat und das ändert natürlich auch irgendwie die Perspektive auf alles so. Ja. Weil wir haben jetzt ja quasi nur so ein kurzes Fragment gesehen, aber wenn man das jetzt auf 1000 Jahre ausstreckt, so, dann ist das ganze Leben einfach von dem so Jahrtausende lang einfach alle wegzumerken, so, dann bedeutet dem natürlich Leben auch nicht mehr so viel und ganz andere Sachen bedeuten ihm was, so, und das ist ja schon auch spannend, wenn man dann mal so einem Vampire begegnet in einem anderen Game, denkt man sich so, ach ja klar, Vampire, aber hier zoomt man so richtig ran. Naja. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ey. Get into the vampire, people. Holt euch dieses Game. Wir sollten das auch verlinken im YouTube-Video. Oh ja, auf jeden Fall. In der Beschreibung. Ja, totally. Mach ich. Machen wir also. Also wenn ihr das jetzt hier auf YouTube seht, dann könnt ihr einfach unten klicken auf den Itch.io-Link. Ja, und also das Spiel ist auch sehr erfolgreich. Es braucht unsere Werbung, glaube ich, nicht. Aber support your game creators, babies.
Oh, stimmt, wie Microscope. Wir sollten mal wieder Microscope spielen. Im Stream Microscope spielen? Ja. Definitely. Da habe ich richtig Bock drauf. Das können wir ja vielleicht auch so die Tage mal organisieren, wenn wir, ja, mal gucken. Ey, die nächsten Wochen mache ich mehrere Streams. Und wenn ihr dabei seid, wird's auch, also ihr beiden, Essie und Lisa, freue ich mich übelst, weil es gibt auch noch ein paar andere, so Solo- und Weirdo-RPGs, die hier gerne noch ihr YouTube-Video bekommen können. Ja, bald gibt es irgendein Map-Making-Game, was voll geil aussah. Ich habe leider den Titel, aber ich will unbedingt mitmachen, weil es cool aussah. Genau, ein Map-Making-Game. Ich sage euch kurz den Titel. Das heißt Ex Novo. Da baut man sich eine Stadt zusammen, auch so ähnlich mit so Prompts, halt, die kommen. Und man zeichnet die Stadt auch währenddessen auf. Da können dann wieder Aggie-O kann dann wieder zum Einsatz kommen. Und nice, ey. Und am Ende machen wir One-Shot in der Welt, die wir uns ausdenken im Microscope, in der Stadt, die wir im Map-Making-Game aufzeichnen und mit dem der Vampir kommt vor. Krass. Krass. Piu, 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 piu. Okay. Very smart. Ja, dann wünsche ich jetzt einen wunderschönen Abend. Und bis demnächst. Bis bald. Tschüssi.